Wir sind hier im Moviepark Germany. Hier ist wieder das Halloween Horrorfest. Ich werde mir heute mal anschauen, wie es ist, ein Monster zu sein. Und dazu habe ich mich mit dem Sven verabredet, der mich am New York Plaza abholen wird. Und da gehen wir jetzt hin. Sven? Hallo, Jenny. Hi. Und dir sollen wir richtig zeigen, wie man sich schminkt? Richtig. Dann komm doch mit. So, wie ich sehe, hast du dich jetzt schon umgezogen. Und damit es auch richtig losgehen kann, machen wir jetzt einfach das Make-up. Und ich werde jetzt ein bisschen mit Latex für mich arbeiten und ein bisschen dir verschiedene Züge machen, ein paar Wunden machen. Und es ist ja so ein bisschen kalt und das riecht ein bisschen nach ekligen Sachen, aber da musst du jetzt leider durch. Gut, du wirst dich nicht wundern, wieso ich die ganze Zeit so Fetzen nehme. Du musst es halt nehmen, damit es halt ein bisschen verstärkt ist. Man kennt das vielleicht so ein bisschen aus der Schule, Pappmaché. Das ist genau das gleiche System eigentlich, was dahinter ist. Und jetzt fangen wir mit der Grundierung an, damit du auch ein bisschen blasser wirst, weil ich sag, so ein Untoter ist halt ein bisschen blöd, wenn du eine ganz normale Hautfarbe hast. Und dann ist es wie normales Make-up, nur ein bisschen sehr hell. Also im Endeffekt, du musst jetzt keine Angst haben, sieht aus wie ein Zahnarzt-Make-up, ist auch eins. Aber damit kriegen wir es am besten auf. Wir haben im Prinzip jetzt gerade eine zweite Haut aufgezogen und die mache ich auf. Also kannst du da wirklich vertrauen, es tut nicht weh. Okay, im Prinzip unterlege ich dir das Ganze jetzt, als wenn das halt wirklich schon etwas älter alles ist und da drin halt auch ein bisschen tiefer aussieht. Jetzt kommt der schönste Teil. Jetzt kommt es gut. Und auch hier gilt immer, viele denken immer, sie schütteln sich einfach auf den Kopf und das wäre unheimlich gruselig, aber darum geht es ja überhaupt nicht. Sondern es geht eher darum, mit wenig Blut halt einen guten Effekt zu erzielen. Aber ich sag mal, wenn hässlich sein, dann muss auch ein bisschen sein. So. Also aus meiner Sicht bist du jetzt soweit eigentlich fertig und ich würde sagen, so kann es jetzt rausgehen. Und dann sehen wir uns gleich draußen, wenn es schön dunkel ist. Kannst du mir vielleicht ein paar Tipps geben, wie man am besten monstert? Ja, das ist relativ. Ich finde es relativ einfach. Und zwar, im Prinzip musst du so tun, als wenn überhaupt nichts wäre. Und dann stehen da so ein paar Leute, die denken, dass man sie nicht erschreckt. Und dann geht man einfach weg. Und schon rennen sie weg. Das ist eigentlich die ganze Kunst des Erschreckens. Okay. Ich stehe hier neben dem Entertainment-Direktor. Hallo Mike. Hallo. Würdest du uns mal kurz ein bisschen über das Halloween Horrorfest erzählen? Also das Halloween Horrorfest, das gibt es schon seit 1998. Wir sind also jetzt im Moment im 11. Jahr und die Ideen kommen eigentlich aus der Psychologie. Also jeder Mensch hat eigentlich Urängste von klein auf an. Das nutzen wir eigentlich hier im Halloween Horrorfest. Wichtig dabei ist allerdings, dass man immer diese Ängste nur ganz kurz anspricht, also nicht irgendwie lang auf den Gast mit dieser Angst eingeht, weil dann manifestiert sich das irgendwann. Das ist genau das, was wir nicht wollen. Wir wollen eigentlich, dass er ganz kurz merkt, ups, hier ist es dunkel oder da ist eine Spinne, aber dann soll er auch sofort wieder merken, ach, das ist ja eigentlich nur alles gespielt und das ist ganz schlimm für mich. Wie kommt man dazu, als Monster zu arbeiten? Ja, ich war hier öfters als Gast gewesen. Und dann wollte ich auch mitarbeiten, habe ich dann halt beworben. Wie lange brauchst du, bis du dein komplettes Kostüm, so wie du bist, komplett fertig bist? 2 Stunden. 2 Stunden, okay. Und die Idee? Die kommt aus Amerika, von den Universal Studios. Da gibt es auch einen Clown und daher kam die Idee dann, das auch hier zu machen. Denkst du, dass man als Monster eine dunkle Seite haben muss? Glaube ich nicht, nein. Glaubst du nicht? Nein. Was macht ein Monster im Privaten? Ich studiere. Und zwar? Kommunikationsdesign. Kommunikationsdesign, sehr gut. Okay, könntest du dir vorstellen, mit 50 auch noch als Monster zu arbeiten? Warum nicht, wenn die Knochen noch mitmachen? Wie lange arbeitest du schon als Monster hier im Park? Das 10. Jahr und meine Kinder auch. 2 meiner Töchter und mein Mann. Wir sind alle Monster. Ihr seid alle Monster, ja. Eine komplette Monsterfamilie. Yes. So, das war mein Tag im Moviepark als Monster. Hier wird noch fleißig weiter gemonstert und ich sehe zu, dass ich das Zeug aus dem Gesicht bekomme. Du siehst ja recht seltsam aus mit deinem Mund. Hast du da irgendwelche Probleme mit? Ja, also essen kann man damit gar nicht. Das Reden, wie man schon hört, geht schlecht. Und du studierst? Ich studiere Sozialarbeit. Okay, ja. Passt. Welche zum Beispiel? Texas Chainsaw Massacre. Das ist ein sehr guter Film. The Unborn, auch. Sehr zu empfehlen.